Herzlich willkommen zum Star Wars Episode 1 5 Minuten Analyse Podcast. In diesem Podcast werde ich jede 5 Minuten aus dem Film Star Wars Episode 1 Die dunkle Bedrohung ansehen, analysieren und sie anschließend euch vorstellen. Der ganze Film Die dunkle Bedrohung hat eine Laufzeit von 2 Stunden und 16 Minuten. Das machen im Endeffekt dann 43 Folgen. Puh, auf jeden Fall, bevor es anfängt, muss ich noch sagen, dass ich die Idee von Cold Mirror habe, die Idee wiederum von Back to the Future Minute hat, die das alles mit einer Minute macht. Allerdings macht Cold Mirror das mit 5 Minuten und ich mache es jetzt einfach auch mit 5 Minuten, weil es einfach ein bisschen zeitsparender. Und jetzt lehnt euch zurück, holt euch Chips und Cola oder was ihr immer gerade so da habt, nehmt euch eine Decke durch zu, macht es euch bequem. Und ja, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Podcast. Auf jeden Fall wurde der Film Die dunkle Bedrohung von George Lucas regiert. Keine Ahnung, wie soll man das nennen? Regiert. Ja, keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall die Regie geführt. Der Film wird auch als der schlechteste Star Wars Film aller Zeiten angesehen. Das muss man sich mal geben. Auf jeden Fall fängt der Film mit dem 20th Century Fox Logo an. Also einfach die Marke sozusagen, die es produziert hat. Ja, man kennt's. Anschließend sehen wir dann das Lucasfilm-Logo ganz normal, bloß dass es am Anfang schwarz ist, die Schrift sich dann auf Silber ändert, dann auf Rot, dann auf Bronze, dann auf Braun und schließlich zum Ende dann auf Gelb. Ich meine, wie viele Farbwechsel? Das sind ungefähr 3 Sekunden des Films und es wechselt ungefähr 5-mal die Farbe. Danach kommt für einen Bruchteil einer Sekunde einfach nur ein schwarzes Bild und danach sehen wir, es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Und Leute, ihr kennt es, wann am Ende des Satzes 3 Punkte stehen, dass es spannender gemacht wird. Und Star Wars wollte es hier wahrscheinlich zu spannend machen und hat einfach 4 Punkte hin. Ist das irgendwie der Punkt, der den Satz, der am Ende des Satzes kommt? Weil 4 Punkte, wow, übertreibt. Ich will euch jetzt nicht groß mit 4 Punkten oder 3 Punkten volllabern. Wir machen jetzt einfach weiter. Und zwar sieht man jetzt für 2 Sekunden mal wieder gar nichts. Und dann erscheint Star Wars, also das Logo vor einem Sternenhimmel und das kennen wir ja alle, für die von euch, die den Film gesehen haben. Ihr kennt es doch sicher, das berühmteste Stelle. Und dann wird das Star Wars Logo immer kleiner und dieser Effekt soll erzeugen, dass es nach hinten schwebt. Und kleiner und kleiner und kleiner. Und dann kommt von unten der Schriftzug Episode 1. Wieso ich das jetzt so leise gesagt habe? Es ist relativ klein gedruckt. Und dann, direkt danach, kommt dann das Fett kursiv unterstrichen. Nein, es ist nicht unterstrichen. Auf jeden Fall steht da Fett gedruckt, groß, alles groß geschrieben. Die dunkle Bedrohung. Und danach fängt halt der ganze Scheiß an mit dem... der Aufruhr hat die Galaktische Republik verschlungen. Die Besteuerung von Handelswegen zu abgelegenen Sternsystemen ist umstritten. In der Hoffnung, die Angelegenheit mit einer Blockade tödlicher Schlachtschiffe zu lösen, hat die gierige Handelsföderation die gesamte Raumschifffahrt zum kleinen Planeten Naboo eingestellt. Während der Kongress der Republik diese alarmierende Kette von Ereignissen endlos diskutiert, hat der oberste Kanzler heimlich 2 Jedi-Ritter, die Hüter des Friedens und der Gerechtigkeit, in der Galaxis entsandt, um den Konflikt beizulegen. Ja, das steht da so ungefähr drin. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Auf jeden Fall erfahren wir da drin, dass die gierige Handelsföderation, lauter Schlachtschiffe, die sehen wir auch später, in einer Blockade um den Planeten Naboo aufgestellt hat. Und da hat jetzt der Kanzler 2 Leute geschickt, also Jedis, und die sollen jetzt dem Newt Gunray, das ist der Anführer der Handelsföderation, mit dem einen Konflikt machen, nein, den Konflikt lösen. Und nachdem die Schrift dann fertig ist, bin ich mir mittlerweile sicher, was in Sachen 4 Punkte angeht. Und zwar soll das wahrscheinlich das Ende vom Satz bedeuten, denn auch beim Abspann ist nach dem Wort beizulegen einfach, sind nach dem Wort beizulegen einfach 4 Punkte. Und ich schätze mal, es ist einfach der Satzpunkt. Und dann gibt es einen Kameraswipe nach unten zu einem Raumschiff. Und dieses Raumschiff nennt sich Republic Frigate. Wie schon der Name sagt, eine Fregatte, die von der Republik eingesetzt wird und die fliegt gerade auf dem Planeten Naboo zu. Dann Kameraswipe und wir sehen tausende solche, keine Ahnung, wie soll ich die nennen, Kreise mit einer Kugel innen drinnen, Raumschiffe und wo im Kreis ein kleines Loch ist, rausgeschnitten. Und sowas nennen die dann Schlachtschiffe. Dieses Schiff ist sehr groß.
Und wir sehen unsere Republic Frigate auf diese Schiffe zufliegen und dann gibt es einen schönen Swipe in das Cockpit des tollen Raumschiffs. Also, und dann im Inneren sehen wir auf jeden Fall vier Personen. Im Hintergrund sehen wir zwei Leute, die sind in braune Kapuzenmäntel eingehüllt und die haben auf jeden Fall auch die Kapuze auf und man erkennt nicht, wer es ist. Die Leute, die den Film kennen, wissen natürlich, wer das ist. Dann sehen wir vorne einen 10-jährigen Jungen und einen 30-jährigen Mann, die am Steuer sitzen. Also ich weiß nicht, ob es so toll ist, einen 10-jährigen Jungen am Steuer sitzen zu lassen, weil die Knöpfe, die ganzen Knöpfe, die da sind. Und ist das eine DJ-Platte? Haben die da eine DJ-Platte vor sich? Und ein besonders wichtiges Instrument, das das ganze Raumschiff zeigt, eine Anzeige, dann 40 Hebel, von denen man nicht weiß, ob es überhaupt Mikrofone sind oder überhaupt Hebel sind. Dann oben natürlich super viele weiße, genau richtig schön angeordnete Knöpfe. Und dann sehen wir dann hinten am Sitz so viele besonders wichtige Schläuche und auch einen Antriebsschlauch und so viele komische Tonnen, aus denen Gas rauskommt. Und so viel ist da in diesem Cockpit. Und das ist für einen 12-jährigen Jungen gemacht. 10-jährigen. Und dann kommen wir zum allerersten Satz, der in der kompletten Star Wars Saga gesagt wird. Und zwar, es ist kein Satz, es ist einfach nur ein Wort. Und zwar sagt eine der verhüllten Gestalten, Captain, also so Frage, Captain, hallo, mit Fragezeichen dahinter, und dann Antwort. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich gedacht, dass der 30-jährige Mann der Captain ist. Aber nein, der 10-jährige Junge ist der Captain. Der andere Typ ist einfach nur der Co-Pilot. Ist das verrückt? Ja, das ist verrückt. Und dann sagt der 10-jährige Junge zu dem Kapuzentyp, ja, Sir. Und dann sagt der Kapuzentyp wiederum, teile ihm mit, dass wir sofort an Bord kommen dürfen. Und dann macht der kleine Typ eine Ansage durch seinen Hebel. Also, so, es sieht für mich aus, als würde er in einen scheiß Hebel reinsprechen, den man nach vorne und hinten bewegen kann. Und das ist ganz sicher kein Mikrofon, weil das kann kein Mikrofon sein. Okay, auf jeden Fall sagt er dann mit allem gebührenden Respekt die Botschafter des obersten Kanzlers. Und ab da wissen wir dann, dass die verhüllten Kapuzenleute die Botschafter des Kanzlers sind, die auch im Einspann genannt wurden. Sie wünschen sofort an Bord kommen zu dürfen. Und dann geht ein Fenster auf, in dem man Newt Gunray sieht. Newt Gunray ist der Anführer der Handelsföderation. Und da sieht man erstmal außenrum rote und grüne Punkte um den Bildschirm. Unten besonders wichtige Diagramme. Und im Mittelpunkt steht Newt Gunray, die hässliche Alienfresse. Und er hat so eine komische Lederkrone auf, schwarz mit Hörnern. Und hat auf jeden Fall rotes Gewand an und einen sehr merkwürdigen Look. Und ich frage mich echt, wie es solche Wesen überhaupt geben kann. Wer hat die erfunden? George Lucas? George Lucas. Und Leute, dann spricht der hochumwobene, komische, hässliche Typ, Newt Gunray, sagt dann zuerst, er begrüßt gar nicht mal. Er sagt einfach nur, unsere Blockade ist legal. Ist ja schön und gut, deine Blockade ist vielleicht legal. Ich weiß nicht, ob das in Star Wars erlaubt ist oder nicht. Aber komm, kannst du nicht wenigstens Hallo sagen? Wir wollen, der Captain fühlt sich wahrscheinlich gerade voll gemobbt. Ja, der Captain so, hallo, guten Tag. Und dann Vizekönig Gunray so, ja, unsere Blockade ist legal. Und der dann so, why are you bullying me? Und dann labert er noch, dass er die Botschafter gerne empfangen würde. Und würde man jeglichen Ton und Musik einfach streichen und man würde Newt Gunrays Mundbewegungen anschauen, dann würde es sich so an, dann sieht es so aus, als würde er das hier sagen. Wupp, wupp, wupp. Irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall, es sieht aus, als wäre er ein Frosch oder so. Er macht einfach nur seinen Mund auf und zu. Und das im 1-Sekunde-Takt. What? Und dann haben mir so richtig die Ohren wehgetan, weil von dieser leisen Redeszene fahren sie dann in diesen Hangar rein, von diesem kugeligen Raumschiff, das so als Kreis mit, also einer Kugel in einem Kreis, der ein Loch hat, also eine Lücke. Und dann fahren sie genau in diese Lücke mit ihrem Raumschiff rein mit einem richtigen Wusch. Also das extrem laut hat mir voll in den Ohren wehgetan. Und ja, anscheinend kann der 10-jährige Junge doch ein Schiff steuern. Denn er landet perfekt.
Also er hat auf jeden Fall beim Führerschein ordentlich mit der Parklücke gelernt. Abgesehen davon, dass dieses Geräusch so laut war, hat uns Star Wars dann auch noch eine Lüge aufgetischt. Und zwar ist es so, dass im Weltraum man keine Geräusche hören oder sehr schwer, dass es dort sehr, sehr leise ist. Das heißt, dieses Wusch hätten sie ruhig leiser machen können. Auf jeden Fall, als sie dann in diesem Hangar landen, kommt da ein Switch zu solchen Droiden. Also, da sind so, die nennen sich Vulture-Droiden. Die sind so, die laufen auf vier sozusagen Flügeln rum und können sind auch gleichzeitig Raumschiffe. Also es sind keine gesteuerten Raumschiffe, sondern Raumschiffe der Handelsföderation, die sozusagen Roboter sind. Dazu stehen da auch ein paar Kampfdroiden, B1-Kampfdroiden. Ich glaube, die müsstet ihr alle kennen, die richtig dummen, die oft so dumme Kommentare ma machen und so. Die müsstet ihr eigentlich kennen. Die drehen sich dann auf jeden Fall um und dann landet das Raumschiff. Besonders. Und zwar, wenn ihr, und jetzt kommen mal sehr wichtige Überlebenstipps, wenn wir irgendwann mal Raumschiffe haben, dann kauft euch auf jeden Fall zwei Gasherde. Denn das sieht bei diesem Shot so aus, als würden unten an dem Raumschiff zwei umgedrehte Gasherde, also aus einem Gasherd kommt ja so eine blaue Flamme. Auf jeden Fall sieht es tatsächlich genauso aus wie bei einem Gasherd. Also falls ihr irgendwann ein Raumschiff baut, vergesst den Gasherd nicht. Und dann landet das Raumschiff und alle Droiden, also Kampfdroiden, laufen dorthin und man denkt jetzt, oh nein, die töten die jetzt. Aber nein, es kommt einfach ein Cut und plötzlich stehen die zwei verhüllten Figuren hinter in einer Halle und eine Tür geht auf, wo ein, keine Ahnung, ein sehr silbener Droide ist. Nicht zu verwechseln, also wenn ihr jetzt die 3PO kennt, dann, ja, ihr kennt sicher C-3PO oder kennt ihr C-3PO nicht? Auf jeden Fall, stellt euch C-3PO vor, der eine silberne Haut hat. Dieser Droide heißt, by the way, TC-14 und er ist eine Art Droide. Und tatsächlich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich, juhu, C-3PO, C-3PO. Und dann so, ich bin T-14. Und dann so, oh nein. Auf jeden Fall werden die Jedi-Ritter dann durch einen langen Gang geführt mit lauter Türen, die einen roten Knopf zum Eingang haben. Und in der einen Tür sieht man dann so einen komischen, durchsichtigen Schlauch oben mit Ringen außenrum. Vielleicht ist da ein Mensch drin. Vielleicht. Vielleicht ist ein Labor von irgendeinem verrückten Professor auf dem Schiff von Newt Gunray. Vielleicht kocht er da die Frösche, die er isst. Deswegen redet er auch so komisch. Danach, als sie dann in einem Raum angekommen sind, drehen sich die beiden Kapuzenleute um und der Droide hat bereits den Raum verlassen. Und er sagt, er holt was zu essen und so. Und dann tun die Leute, also die Kapuzenträger, ihre Kapuzen runter und man merkt, das ist Obi-Wan und Qui-Gon Jinn. Das sind die zwei Jedi, die gesandt wurden vom Kanzler. Und dann sagt direkt Obi-Wan, also der Typ mit der kleine Padawan, sagt dann so, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Dieses Easter Egg wurde tatsächlich in jedem einzelnen Star Wars Film eingefügt. Ob es Han Solo, Luke Skywalker oder Rey sagt, es ist eigentlich in jedem einzelnen Film von Episode 1 bis Episode 9 immer eins von diesem Satz drin. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Und dann laufen sie, während sie über die Macht reden, laufen sie an einem Tisch vorbei, wo die Stuhllehnen der Stühle so aussehen wie das ganze Raumschiff, in dem sie sich gerade befinden. Außerdem wird der Raum einfach nur von zwei Lichtern beleuchtet und zwei Mini-Mini-Lichtstreifen. Auf jeden Fall ist der Raum komplett hell und da sind nur zwei Lichtstreifen, die das Ganze beleuchten. Ja, okay. Dann laufen sie zu einem Fenster und draußen sieht man auch den Planet Naboo. Dann kommt wieder der Droide CC-14 rein und wir erhaschen einen etwas größeren Blick in den Raum mit den weißen Glaskuppelteilen Schlauch. Und anscheinend blinkt dort etwas und das ist kein Frosch, leider. Ich dachte, das ist vielleicht die Essenskammer von ihm, weil hier ist ja sogar daneben ein Essensraum. Nein, es ist wahrscheinlich einfach nur irgendein Düsenantrieb, weil es leuchtet innen und außenrum blinken auch lauter Lichter. Ich glaube nicht, dass es irgendwas zu essen da drin ist. Nachdem der Droide TC-14 dann Qui-Gon Jinn und Obi-Wan ihr Essen gebracht hat, gibt es einen Swipe in die Kammer der Handelsföderation. Dort sind dann Newt Gunray und seine anderen hässlichen Kumpanen. Die labern gerade irgendwas und dann schaltet sich ein Hologramm ein, wo Lord Sidious ist. Und nun ja, anscheinend mögen die Leute in Star Wars sehr Musik, denn gefühlt in jedem Cockpit ist irgendeine DJ-Scheibe. Genauso wie hier, da sind ungefähr
in DJ-Scheiben im Hintergrund zu sehen. What the fuck? Und während die Handelsföderation dann den Lord Sidious um Hilfe bettet, weil sie ja so Jedis auf dem Schiff haben, sieht man im Hintergrund eine Art Portalkraftfeld. Auf jeden Fall sieht es genauso aus wie das, was hinten auf den Yu-Gi-Oh! Karten drauf ist. Also dieses komische Portal. Bloß in Blau. Bloß in Blau. Und dann befiehlt der Darth Sidious dem Newt Gunray, dass er die Jedi immediately vernichten soll. Und schließlich kommt ein Schnitt zum Hangar, also dort, wo die alte Republic Frigate steht. Und dort fährt ein Geschützturm aus der Decke heraus. Und dann schreit der 10-jährige Junge natürlich: Achtung, schnell, Schilde an! Und dann schießt der Geschützturm. Natürlich sind viele der Droiden so schlau, aus dem Zimmer zu fliegen bzw. zu laufen. Außer einer, der läuft einfach auf das Raumschiff zu. Er denkt, hat wahrscheinlich vergessen, wo links und rechts ist, okay. Wahrscheinlich hieß es dann so: Alle nach rechts, alle nach rechts. Und dann der so: Ah, rechts, rechts, rechts. Ach, das ist da. Und läuft dann in die falsche Richtung. So habe ich mir es ungefähr vorgestellt. Und außerdem zur Verteidigung der Droiden. Wer hat gesagt, dass Droiden wissen müssen, wo der rechts und links ist? Auf jeden Fall explodiert dann das Raumschiff. Und die zwei Jedi-Ritter, also Obi-Wan und Qui-Gon Jinn, zünden ihre Lichtschwerter. Und der Droide ist natürlich so ähnlich wie C-3PO sehr, sehr geschockt. Und dann sehen wir irgendwie Rauch aus einem Art Lüftungsschacht kommen. Und ich frage mich, brauchen die überhaupt Lüftungsschächte in Star Wars? Weil die sind im Weltraum. Ich dachte, die können irgendwie atmen. Ist es irgendwie eine Art. Kommt es von draußen oder ist es ein fetter Tank irgendwo im Schiff und der versorgt dann alles mit Sauerstoff? Also, was ist das? Und dann merken sie, dass aus dem Lüftungsschacht einfach kein Rauch kommt, sondern es ist einfach ja, es ist Rauch eigentlich. Und danach kommen Droiden angelaufen, die sie natürlich töten sollen. Und dort erhaschen wir dann einen sehr, sehr, sehr genauen Blick auf die Wand. Also auf diese Kapseln, die wir schon vorhin gesehen haben, wo eventuell Frösche drin sind. Aber nein, es ist eine Wand. Es ist einfach eine Wand. Es ist in eine Wand eingelassener Tank von irgendwie, ich weiß nicht was. Es ist auch kein, wie vorhin gesagt, Generator oder so. Es ist einfach irgendein Lichtgenerator in der Wand. Und die ganze Wand ist voller elektronischen Teile und Zahnrädern und Ketten und alles Mögliche. Und die allein beleuchten einfach nur sechs Lichterstreifen. Bloß diesmal sind es halt mehr Lichter zum Glück, weil dann hätten sie sich das Geld auch sparen können. Und das waren jetzt die 5 Minuten, die ersten 5 Minuten des Films Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Nun ja, 42 Folgen habe ich noch vor mir, wenn ich es überhaupt durchziehe, ich schätze mal schon. Tja, was soll ich noch jetzt noch groß sagen? Ich würde sagen, einfach ciao, bis zum nächsten Mal.